Ladies and gentlemen, Happy New Year! Hi, I'm Alicia from the Los Angeles area. Mobility is really important, but so is the environment. I think that we need to strike a balance of those things so that we can make sure that we're incorporating technology, but also making sure that our planet is safe for the future. My name is Tommy McDonald from Las Vegas, Nevada, and I am a photographer, and mobility means everything to me, whether it be using my own vehicle to get to where I need to be or using Uber, someone else's car. Time is money. Hi, my name is Franzi. I'm from Munich. And mobility means everything to me because I grew up on the countryside and there you don't have so much means of transportation. Hello, my name is George from Los Angeles area, and I'm here at CES to check out the mobility scene and particularly how autonomous driving might be used as a compromise in helping the environment and what we can learn from autonomous driving and what the future may hold in that respect. Wir wissen und sind uns ziemlich sicher, die Menschheit der Zukunft wird noch mehr in Megacities, also in Großstadtstrukturen leben. Europa vielleicht weniger als gerade Asien, aber auch Europa. Und diese Megacities, die haben das Problem, dass sie den Verkehr, den Wunsch nach individueller Mobilität nicht mehr bewältigen. Das heißt, da wird es Verschiebungen geben und diese Verschiebungen werden in eine individuelle Mobilität gehen zwischen Fußgänger und Stadtfahrzeugen. Und da haben wir uns ein System ausgedacht, dass wir ein Fahrrad, das Nachteile hat, Elektrobike vom Antrieb her, ergänzt haben in ein vierrädriges Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug wird also angetrieben wie ein Elektrobike, nämlich vom Menschen, dem Bio-Teil und dem hybridischen Teil, dem Elektromotor. Und haben deshalb eben dieses Fahrzeug jetzt in der ersten Form, wie wir es vorgestellt haben, Biohybrid genannt. Wie das sich auf der Dauer entwickelt, müssen wir noch sehen. Diese zukünftige Welt der vernetzten Maschinen, der vernetzten Fahrzeuge, erfordert die Bereitstellung von Informationen, von Daten zum Zustand einer Maschine, zum Veränderung, zur Restlebensdauer und was da alles so eine Rolle spielt. Und dazu ist ein Lager beispielsweise, oder sind Produkte, wie wir sie darstellen, ideale Datengenerierungspunkte. So ein Lager überträgt Kräfte, also hat Temperaturen. Wenn ich die also messen kann, permanent in Echtzeit messen kann, in der Cloud zur Verfügung stellen kann für weitere Auswertungen, dann ist das ideal. Und deshalb ist es fast logisch, dass unsere Produkte sich ergänzen durch Sensoriken zu mechatronischen Produkten und damit Teil dieser neuen zukünftigen IoT-Welt von Maschinen und Fahrzeugen und Windkraftanlagen werden.